Ich habe vorhin gesagt, dass man ja am liebsten alte Appenzellerstücke spielt, weil wir auch die entsprechende Formation haben. Jetzt haben wir das Glück. Jetzt haben wir ein riesiges Glück, dass wir auch zu so alten Stücken können. Und zwar hat es früher mal im Appenzellerland, also 1962, ist der gestorben, ein Dr. Heinrich Brenner hat es gegeben. Und der Dr. Heinrich Brenner war Doktor der Sprachen gewesen. Und der ist viel im Alpstein gewandert. Und ist dort auf die Alpen raufgekommen und hat dort oben die Familien oder die Musiker gehört spielen. Und dann hat er die Fähigkeit gehabt, dass er am Sonntagabend heim ist. Und 4 oder 5 Stückchen, die er gehört hat im Laufe des Tages, hat er können aufschreiben in Noten in der Originalbesetzung von diesen Instrumenten. Und so hat es bis zu seinem Tod gegen die 1000 Appenzellertänze gegeben, die er jetzt daheim bei sich hat. Und als er gestorben ist, hat er das in seiner Enkelin, der Andrea Kind, vermacht. Und die ist zufälligerweise jetzt unsere Hackbrettlehrerin von der Theresia. Und die hat jetzt eine riesige Freude, dass sie wieder eine Formation hat, wo sie ein bisschen betreuen kann und denen die alten Stückchen wieder geben kann, die man in der Originalbesetzung wieder spielen kann. Und für uns ist das natürlich auch sehr viel wert, was man zu diesen alten Stückchen können. Das nächste Stückchen ist jetzt so ein altes Stückchen, das heisst auf der Alphütte Glockere. Thank you.
Das nächste oder das letzte Stückchen, das wir spielen, heisst Schlusswälzerli. Und das hat zwei Gründe, warum wir es hier spielen. Der erste Grund ist, wie ihr auch schon gesehen, da hinten ist ein ganz schönes Dessertbuffet. Und wir wollen euch nicht noch länger von dem Dessertbuffet abhalten. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, weil es auch wieder ein spezielles Stückchen, das Schlusswälzerli. Und zwar darum, weil eine Flöte dabei ist. Früher hatten sie im Appenzellerland nicht immer das Geld, als zwei Geigen hatten. Und dann haben sie als Ersatz für die erste Geige eine Flöte genommen. Und wenn jemand Flöte spielen kann, dann weiss der, dass so hohe Töne, Zis und Pfiss, die da oben rausgehen, relativ schwer ist zum Spielen. Und für eine Flöte, eine Appenzellermelodie, die erste Stimme spielen, ist relativ schwer. Und wir möchten Ihnen da einmal zeigen, wie das tönt. Das ist etwas, was wir vermutlich noch gerne nie gehört haben. Appenzellermusik mit Flöten. Das Stückchen heisst Schlusswälzerli. Und jetzt haben wir gerade noch fast die Flöte vergessen. Ja, mal, jetzt sind wir wieder komplett. Ah, schau jetzt. Jetzt ist die Richtung da. Jawohl, da wär's. Gut, viel Vergnügen mit dem Schlusswälzerli.